Also wir sind heute im Museum Schnütgen und haben wieder etwa eine halbe Stunde vor diesem Kruzifix aus Mitte des 11. Jahrhunderts gesessen und unser Erleben aufgeschrieben und das untereinander ausgetauscht und versuchen, das jetzt nochmal so zusammenzubringen. Das Ganze ging los, dass wir einen Mann sehen, einen dünnen Mann, der irgendwie traurig, erschöpft, missmutig, die Augen geschlossen, dort vor uns hängt gewissermaßen, obwohl er steht. Er hängt nicht, er steht. Der missmutige Jesus. Müde, traurig, erschöpft sieht sein Gesicht aus. Schwebend ohne Kreuz am Kreuz, in der Luft gehalten, geschlossene Augen, runtergezogene Mundwinkel, eine Art Verletzung der Rippen, hölzern, Löcher in Händen und Füßen. Füße auf einer Art Pflock mit Platten oder Ziegeln, die Arme sehr dünn, die Beine auch. Die Füße stehen parallel. Es fällt mir schwer, eine Haltung zu finden, haltlos, ohne Kreuz. Auch wenn ich möchte, eher mit geöffneten Armen, schaffe ich den Absprung nicht. Ich finde, er fliegt und sieht alt aus, hat was Brüchiges unter der Brust. Und trotz der in sich ruhenden Figur finde ich es unangenehm. Es hat was Schroffes, es ist nicht glatt. Es ist schon fast in der Verwesung. Also wenn es noch ein paar Jahre hier weiter hängt, dann ist auch der Rest Haut irgendwie verschwunden oder so etwas. Er ist gehalten, ohne gehalten zu sein und gleichzeitig trist. Glücklich sieht er auch nicht aus nach dem Motto, hier bin ich halt, resigniert. Er macht sich sogar ein weiteres Mal zur Zielscheibe für Angriffe, für Gewalt. Er nimmt das alles an in dieser Art, denn er ist es ja auch irgendwie gewohnt. So, und nachdem wir diese Seite gesehen haben, passiert etwas sehr Überraschendes. Im Austausch mit dem Werk bekommen wir selber eine Ruhe und verspüren etwas, das uns Kraft gibt. Wir kommen in einen bestimmten Kontakt, der in eine Richtung führt. Er hat eine annehmende Haltung durch die weit geöffneten Arme. Ich bekomme das Gefühl, dass die Kraft, Dinge zu tragen, ich auch bekommen werde oder auch haben werde, weil er es auch hat. Er ist uns einen Schritt voraus. Er strahlt eine Ruhe aus, er sieht so einfach und so ohne Schmuck und Zierde aus und trotzdem strahlt er. Ruhe, Akzeptanz, Bescheidenheit. Er nimmt mich an, er nimmt uns an und das gibt mir halt einfach Ruhe und Kraft, weil er ja mich so akzeptiert, wie ich bin, auch wenn wir dumm sind oder unvollkommen. Und eigentlich sollte das so sein, also vielleicht so etwas wie ein Vater, sollte so sein wie das, was er bei mir auslöst. Also diese zunächst einmal doch mürrische, traurige Figur fängt an, uns immer mehr Ruhe zu geben. Wir fühlen uns gehalten, teilweise umarmt, angenommen. Und obwohl es ja in Anführungsstrichen nur ein Stück Holz ist, funktioniert es in einem Sinne, dass wir uns beruhigen, zur Ruhe kommen, eine Leichtigkeit verspüren, Kraft verspüren, obwohl wir jetzt alle keine Kirchgänger sind hier oder besonders gläubige Menschen sind. Wirkt es doch ungemein. Ja, vielen Dank.